konnte nur das werden, was ich bin. Ich konnte nicht anders werden. Man erkennt und man wird auch definiert durch die Rezeptoren, Zeitgenossen, Eierköpfe, die jetzt mit dem Werk konfrontiert, alle möglichen Erklärungen finden und sagen, ja, wie der Johann Muschig grandios formuliert hat, das ist die Wiener Schule des fantastischen Realismus. Ja, wunderbar, das ist eine sehr brauchbare Formel und sie hat uns sehr viel geholfen. Jeder Beruf hat eine Wirtschaftlichkeit. Die wirtschaftliche Seite muss der Beruf haben, aber nicht um den Preis, dass man seine Begabung aufgibt oder verraten muss. Es ist eine begreifliche Schwäche des Menschen, die sich in vielen seinen Äußerungen zeigt. Er geht gern den Weg des geringsten Widerstands. Es ist vom Anfang an so. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, von was anderem reden.